Heublumendampfbad zur Geburtsvorbereitung. Was macht das Heublumendampfbad denn eigentlich? Wann kannst du damit starten? Heublumendampfbad ist nicht für alle geeignet. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Ich bin die Anja. Und ich bin die Marie. Und wir beide sind die Gesichter hinter Hallo Hebamme. Und in diesem Video wird es um Part 4 bereits zu den geburtsvorbereitenden Maßnahmen gehen. Und zwar um die Heublumen bzw. um das Heublumendampfbad zur Geburtsvorbereitung. Die Wirkung vom Heublumendampfbad ist nicht wissenschaftlich belegt, aber was man sagen kann, ist, dass sie von Generationen von Hebammen immer weitergegeben wird und eben auch den Frauen angeraten wird. Aber was macht das Heublumendampfbad denn eigentlich? Das sorgt dafür, dass das kleine Becken gut durchblutet wird und auch das Gewebe dort sehr geschmeidig und weich wird. Und das sind natürlich alles Faktoren, die sich positiv auf eine Geburt auswirken können. Und wenn du dir jetzt vielleicht überlegt hast, das Heublumendampfbad zur Geburtsvorbereitung, das klingt genau nach meiner Maßnahme und Methode, die ich gerne machen würde. Meine Hebamme hat mir das vielleicht auch empfohlen. Eine Freundin hat damit vielleicht schon gute Erfahrungen gemacht. Dann für dich der wichtige Hinweis, wann kannst du damit starten? Und zwar wird frühestens empfohlen, ab der 38. Schwangerschaftswoche mit dieser geburtsvorbereitenden Maßnahme zu beginnen. Und man kann das Heublumendampfbad ein bis maximal zweimal pro Woche bis zum Entbindungstermin durchführen. Ist der Entbindungstermin überschritten, dann kann das Heublumendampfbad wirklich beliebig oft durchgeführt werden. Also wenn ihr vielleicht auch Lust drauf habt, könnt ihr das sogar täglich durchführen, wenn ihr wollt. Und damit kommen wir auch schon zur Durchführung. Wir haben hier schon mal alles parat für euch gelegt und zeigen euch natürlich in gewohnter Manier, wie das einmal funktioniert. Marie, du darfst dich schon mal auch noch frei machen. Dass wir das einfach richtig demonstrieren können. Ich glaube, darauf warst du nicht vorbereitet, aber Ich bin auf alles vorbereitet. Hebammen sind in jeder Situation für alle Schandtaten bereit. Wenn du das von mir verlangst, ich glaube, keiner möchte das sehen. Aber ich glaube, YouTube sperrt uns dann. Ich glaube, das können wir wirklich machen. Du kannst ja zeigen, wie es hier funktioniert. Genau. Also, wir haben jetzt schon mal alle Materialien hier, die ihr auch parat haben solltet. Das sind zum einen die Heublumen. Und da denkt man jetzt vielleicht, oh, ist das eine Pflanzenart, Pflanzensorte, wenn man das vorher noch nicht gehört hat? Tatsächlich nicht. Es handelt sich bei den Heublumen um eine Mischung aus Gräser, Halm, aber auch Blüten. Die bekommt ihr entweder in der Apotheke zu kaufen, die gibt es aber auch in gut sortierten Drogeriemärkten und natürlich online inzwischen. Also deswegen schaut euch da unbedingt mal um. Und ihr benötigt eine Handvoll pro Dampfbad. Schaut am besten aber mal auf das Produkt, was ihr euch gekauft habt. Meistens steht da auch eine genaue Angabe zur Dosierung. Also bei unserem Produkt ist es so, dass wir eine Handvoll benötigen. Die haben wir jetzt hier schon für euch abgemessen. Wir brauchen natürlich ein Gefäß für die Durchführung. Da könnt ihr entweder einen aussortierten Topf nehmen oder eine aussortierte Schüssel. Wir haben jetzt uns für einen Topf entschieden. Und ihr braucht auch noch ein Handtuch, damit ihr euch so ein bisschen bedecken könnt. Ihr könnt natürlich auch eine Decke alternativ nehmen. Aber ein Handtuch macht sich da eigentlich ganz gut. Und nicht zu vergessen, das kochende Wasser. Sonst funktioniert nicht. Das müssen wir jetzt gleich noch holen. Das hätte jetzt, bis wir jetzt hier fertig sind mit aller Aufregung, das wäre schon wieder kalt gewesen. Deswegen, das holen wir jetzt gleich noch dazu. Und dann können wir auch schon loslegen, oder? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, für unser Produkt benötigt man jetzt eine Handvoll. Die haben wir hier schon abgemessen. Die geben wir jetzt in unseren feuerfesten Topf, den wir dafür ausgewählt haben. Und übergießen das Ganze jetzt mit kochend heißem Wasser. Mit der angegebenen Menge. So sieht das dann aus. Ja, und dann ab auf die Toilette, würde ich sagen. Ab auf die Toilette, weil das eignet sich natürlich am allerbesten, um da einfach ein bisschen drüber zu sitzen und den Dampf quasi an den entsprechenden Bereich zu bekommen. Los geht's! Nun sind wir jetzt schon an Ort und Stelle. Das Heublumendampfbad ist bereit. Jetzt kannst du deine Schüssel in die Toilettenschüssel reinstellen und dich über den Dampf ungefähr 10 bis 15 Minuten aufhalten. Lege dir dafür noch ein Handtuch am besten über die Beine, dass es wirklich schön warm für dich auch bleibt und du nicht auskühlst und der Dampf auch wirklich dorthin kommt, wo er auch soll. Doch achte bitte darauf, dass du, wenn die Schüssel in der Toilette drin steht, du dich nicht in das heiße Wasser reinsetzt und auch der Dampf so weit abgekühlt ist, dass es für dich angenehm ist und zu keinen Verbrennungen kommt. Sollte es für dich unangenehm sein, zu heiß sein, dann lass das Wasser bitte gerne noch kurz abkühlen und versuche es ein, zwei Minuten später nochmal, denn Verbrühungen brauchen wir jetzt natürlich im Genitalbereich auf keinen Fall. Also wie gesagt, wir sind an Ort und Stelle.
Du kannst das jetzt hier in die Toilette einfach reinstellen und dein Heublumendampfbad genießen. Doch zum Schluss noch ein wichtiger Hinweis von uns, denn das Heublumendampfbad ist nicht für alle geeignet. Wenn du Allergikerin bist, dann solltest du vielleicht auf diese geburtsvorbereitende Maßnahme eher verzichten und andere geburtsvorbereitende Maßnahmen wählen, denn durch diese Heublumengräser und sowas, ne, kann das natürlich sonst zu einer allergischen Reaktion kommen. Aber auch wenn du in der Schwangerschaft unter Hämorrhoiden oder vaginalen Varizen leidest oder auch zu vaginalen Infektionen neigst, solltest du vielleicht eher eine andere geburtsvorbereitende Maßnahme wählen. Und wenn das alles nicht auf dich zutrifft, dann probiere es doch gerne aus und schreib uns unbedingt, wie deine Erfahrungen mit dem Heublumendampfbad waren, und teile das mit uns gerne in den Kommentaren. Lass uns außerdem einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du außerdem keine weitere geburtsvorbereitende Maßnahme verpassen möchtest, da kommen hier nämlich tatsächlich noch einige, dann abonniere unbedingt unseren Kanal, damit du immer auf dem Laufenden bleibst und wirklich kein Video verpasst. Natürlich freuen wir uns auch immer über weitere Themen, die vielleicht dich interessieren, die wir hier auf unserem Kanal noch nicht aufgegriffen haben. Schreib uns die ebenfalls gerne in die Kommentare. Wir screenen die hier immer regelmäßig durch und freuen uns, wenn wir euch weiter Informationen mit an die Hand geben können. Dann bis zum nächsten Video, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns bis dahin. Tschüss!